Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Ja, ich habe gleich mal sicherheitshalber ein paar Schluck Kaffee getrunken. Ja, klar. Jawohl, dann ist schon einmal alles in Butter. Weil ohne Kaffee scheine ich hier nichts erreichen zu können. Ja, ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Moment, die Gnömchen können sogar... Die betreiben Ackerbau. Glückliche Zufälle. Mal sehen. Hier steht vielleicht etwas. Wie durch ein Wunder überlebte er den Schuss. Die Kugel wurde durch eine Münze aufgehalten, die er in der Brusttasche trug. Daraufhin beschloss er, die Münze für seine Reise ins Reich der Toten aufzubewahren. Die Münze habe ich schon. Mhm. Super. Hallo. Oh Mensch. Ziki bleiben nix erspart. Armer Ziki. Oje, oje. Furchtbar, furchtbar. Schlimme Sache, ganz schlimm. Mei, diese Grobe ist so niedlich. Was ist denn los mit dir? Keine Angst, ich tu dir doch gar nichts. Ja, genau. Das untere. Keine Angst, ich tu dir doch gar nichts. Mensch, kann auch nichts tun. Zu spät. Alles weg. Böse Diebe, habe alles genommen, was Ziki lieb war. Okay. Zikis Leben jetzt kaputt. Ach no, ist doch nicht so schlimm. Du lebst doch noch. Ist ja super. Tut mir leid für dich, kleiner Kerl. Ja, das untere, glaube ich. Tut mir leid für dich, kleiner Kerl. Versteckst deine Sachen in einer Höhle und wirst trotzdem beklaut. Mensch, nett. Aber Ziki ist untröstlich. Okay. Wer hat dich denn beklaut? Was wurde dir gestohlen? Wer hat dich beklaut, ja? Wer hat dich denn beklaut? Böse Ameise, Biester, Monster. Aha. Lebe in Höhle auf Felsen beim Strand. Ameise sind ohne Ehre, ohne Stolz. Was wurde dir gestohlen? Was wurde dir gestohlen? Alles weg. Wenn Ziki wenigstens noch sein Aurikulki hätte. Okay, moin. Ohne Aurikulki, Zikis Leben ist nichts wert. Ja, ich weiß, haben wir schon gehört. Kann ich dir vielleicht helfen? Was genau ist denn dein Aurikulki? Helfen. Kann ich dir vielleicht helfen? Vielleicht. Mensch, bringe Ziki das Aurikulki zurück. Aber Ameisenhöhle ist sehr gefährlich. Ach, das kriegen wir schon hin. Ich hol dir dein Aurikulki zurück. Was genau ist es denn eigentlich? Ich frag mal so blöd nach. Was genau ist denn dein Aurikulki? Ganz besondere, schöne, goldene Hut. Mit glitzernden Steine. Hört sich an wie eine Krone. Ja, Krone. Mensch ist klug. Danke, sehr nett. Ich bring's dir zurück. Ich hol dir dein Aurikulki zurück. Ziki, sehr dankbar. Gebe Mensch letzte Hemd. Das ist genau das, was ich brauche. Ah, ja super. Das heißt, wenn wir ihnen helfen, den lieben Gnömchen hier, dann kriegen wir Sachen für unser Floß. Ja super. Mei, der hat das hier aber schön eingerichtet. Schau mal. Ob ich ihm die Pfui-Nuss wegnehmen darf? Mei, ein Lagerraum. Schau da oben. Mei, ist es niedlich. Oh Gottchen. Ah! Niedlich. Warte, ich speichere mal. Ich bin jetzt ein Arsch und beklaue den armen Kerl nochmal. So. Ja, wenn noch was drinnen ist. Mal schauen. Grog und Gold. Mei. Er hat nichts mitbekommen. Die Pfui-Nuss nehmen wir auch mit, also die Gaganuss. So. Mei, ist der nett. Du bist so nett. Du bist so niedlich. Der baut Zuckerrohr an. Ihr wisst, was das bedeutet. Aus Zuckerrohr gewinnt man Zucker und aus Zucker kann man Rum und Grog herstellen. Das heißt, wir hätten hier eine immerwährende Zuckerquelle. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja. Aber jetzt werden wir zuerst... Komm. Ja, wir haben deinen Freund schon gefunden. Der arme Kerl. Schau noch mehr. Da ist noch ein Landwirt. Hat quasi jeder Gnom so einen kleinen Garten? Hier ist Jaffas Kasakawa. Wenn Mensch braucht Halpo, Jaffa ist hier. Gut, dann weiß ich Bescheid. Eine Kleinigkeit wäre da noch. Eine Kleinigkeit wäre da noch. Was? Wo kann man das Holz finden? Wo kann ich das Holz finden? Dingi Marubordo. Holz treibe zu Strand von kaputte Boot. Tu Luki Luki. Alles klar. Und woher kriegen wir die Lianen? Und woher bekomme ich die Lianen?
Dingitala, hänge hoch im Dschungel an Bäume. Totoki, nehme auf. Gno Kasakawa, Gnome lebe in Höhle, Höhle in Dschungel. Gut, mach ich. Und die Hemden? Wo krieg ich denn die Hemden her? Rede mit anderen Gnome, sammle alle Dinge und tausche, aber auch Hemden. Gno Kasakawa, Gnome lebe in Höhle, Höhle in Dschungel. Okay, danke für den Hinweis. Oh, so nett. Dann hat scheinbar wirklich jeder Gnome so ein so ein Häuschen. Mein Gottchen. Ah. Und, ja. Lebt halt quasi drin da, hier so, ne? Ich fühle mich gerade voll schlecht, die armen Gnome hier auszurauben. Aber es dient einem höheren Zweck. Unserem Überleben. Jawohl. Und deshalb machen wir das. Das Schloss war wieder sehr einfach. Rum, Trank des Diebes und 12 Goldmünzen. Boah, der ist sogar reicher. Der kleine Kerl hier. Der kleine Jafar. Ich hoffe echt, dass er uns begleiten möchte. Also wirklich, ich meine, er bleiben halt, ne? Ein Crewmitglied werden. Das wäre echt toll. Ui, sie haben Truthähne sogar. Eine Schädelblüte. Sind das nur die beiden Gnome hier, oder? Der Rest wird wahrscheinlich in ihrem Dorf leben, schätze ich mal. So, ich hoffe, das finde ich dann mal. Ja, auf jeden Fall werden wir mal eins nach dem anderen versuchen zu machen. Würde ich sagen. Das heißt, wir fangen an, einmal die Quest-Log aufzumachen. Logbuch. So, der Schlaue, der Gierige. Der Schlaue, ausgesetzt, ein Floßbaum. Der beklaute Dieb, Ameisen und so weiter. Auf der Karte markieren, dann finden wir das gleich mal. Das ist der Auftraggeber, hier ist die Höhle. Okay, die Richtung stimmt schon mal, in der wir stehen. Jetzt müssen wir da weiter. Ich glaube, hier lang. Aha, da vorne ist eine Katze raub. Ich gehe mal speichern. Die bringt mich sonst um. ja. Sie wird mich umbringen. Ein Panda. Genau. Ein Panda-Katzi. Komm her, Katzi. Zack, 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 zack. Ja, warten, bis sie kommt und dann kriegt sie mal einen auf den Pelz gebraten. Jawohl, der hat gesessen. Sauer. Au. Ja, ja, kratz, kratz, kratz. Katzi. Zack. Boah, der war super. Au, au, au. Ich glaube, ich sollte mal was trinken. Bau! Jawohl, der hat auch gut gesessen. Super. Und weg ist die Katze. Ein Panther. Hat Pandafell. Super. Dann eine Geisterlilie. Dann ein Goldklee. Was ist denn? Achso, das sind nur Riesenkrabben, ne? Glaube ich. Natürlich wird wieder gespeichert, selbstverfreilich. Zwei Riesenkrabben. Die nehmen wir auch gleich auseinander. So. Drei sogar. Zack, zack. Na, na, eigentlich... Aha, warte mal. Bedrohliche Riesenkrabbe. Aha. Au. Okay, das sind echt... Au. Schieß mal. Jawohl. Und vielleicht kann man sie noch mal... Wo kommt jetzt der Gnom her? Moment mal. Kann man vielleicht, kannst du vielleicht, ich soll was trinken. Jetzt war das falsch gemacht. Au! Ist das schon gut? Kann man da vielleicht einen nach dem... Das ist wieder typisch, ne? Au. So, dreh dich mal auf den Trip. Ist der Gnome jetzt gestorben? Na! Kann ich das laden? Ich hoffe. Warte mal. Das geht so nicht. Wieso ist das, der Gnome darf ja jetzt nicht sterben? Hallo? Wo kommt der Gnome jetzt her? Warte. Irgendwas ist da komisch. So, nochmal.
Irgendwas ist hier faul und komisch. Wo kommt der Gnom jetzt her? Ich will ja nicht, dass der stirbt. 4 Krabben. Oh, zack. 1, 2, 3. Zack, der erste Schmuck. Sehr gut. Zack, zack, zack. Na, wirst du was treffen? Und umschuppen. Jawohl, sauber. Was? Au! So, halt, was machst du denn da? Das voll ein Fehler. Geh ran weiter. Zack, 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 zack. Was, der ist erledigt? Na, es ist ja wieder gestorben. Ah, den will ich retten. Den will ich unbedingt retten. Kostet es, was es wolle. Häufiger speichern ist sinnvoll, ja? Ah, in dem Fall häufiges Laden auch. Den will ich retten. Kann sein, was will. Echt? Das gibt's ja nicht. Die müssen ja schneller verrecken, diese Mistviecher. Vielleicht sollte ich noch einen Trankelein reinschmeißen. Ausnahmsweise. Warte mal, benutzbares. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Trank der Klingen. Wurfwaffen, Stichwaffen, plus 17, plus Hiebwaffen-Dings. Schärft deine Sinne und Reaktionen. Probieren wir es halt mal. Haben wir eh so viel von dem Graffel. So, und natürlich einmal Proviant, noch schnell. Ich gehe gleich darüber. Ich will den Gnom retten. So, komm her, du Krippe. Wie der da runterrennt, ne? Bitte, wenn es geht, schießen. Au, au, au. Bitte stell dich mal auf. Du auch. Ruck. Komm. Ich glaube, den kleinen Knopf keine Treppe. Das klappt irgendwie nicht. Das ärgert mich aber gerade. Komm, bitte. Hallo. Das ist echt scheiße. Ich darf treten auch nicht. Bin ich wieder gestorben? Ich glaube, der Kleine ist wieder weg, ne? Da habe ich vorher so schön die Viecher geplättet. Au. Ich glaube, der ist wieder tot, ne? Wo ist er denn? Ich glaube, der ist wieder hin. Ach, das ist scheiße. Wie mache ich das am besten? Vielleicht die anderen beiden von der drüberen Seite zuerst klatschen und dann die anderen beiden auf der rechten Seite. Vielleicht, dass ich den da nicht pulle, den kleinen. Ich probiere mal was. Oh, boah, das war knapp. Das wäre jetzt fast ins Auge gegangen. Zack. Komm. Und einmal schießen, bitte. Jawohl. Ich sehe gar nichts. Ja, ja. Upsa. Zack, 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 zack. Und zack. Vernichten? Komm her, du Mistviech. Oh, ey. Ja, treten. Was? Ist jetzt hin? Na, was macht er denn? Ich wollte jetzt eigentlich nur was trinken. Au. Ja, ja. Du zuerst, habe ich schon gemerkt. Na, du sollst bitte... Genau. Und einmal schießen. Jawohl. Und wieder umtreten. Wenn es halt nötig ist. Jawohl. Ja, ja, die dreht mich gleich. Aua! So. Und umdrehen, wenn es geht. Und schießen. Ah, daneben. Na klar. Irgendwie stehe ich jetzt auf der. Au. Irgendwie stehe ich jetzt blöd auf der Pflanze. So. Hallo. Jawohl. Na, geh bitte. Mai. Dann schießen. Jawohl, der ist erledigt. Zack. Jawohl, getreten. Sehr gut. Der ist auch erledigt.
hoffe, dass ich diesmal den kleinen Gnom hier retten konnte. Zack, zack, zack. Fast erledigt. Puh, fast einen ganzen Part gebraucht für diese vier Mistviecher. So, hat jetzt der Gnom mal überlebt? Das würde mich sehr freuen. Die geben trotzdem nur Muscheln. Wie scheißlich ist denn das? So, und so. Ai, 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 ai. So. Ja, er hat überlebt. Gott sei Dank, das wird gleich gespeichert. So, bevor ich wieder was verhaue. So. Hallöchen, Khalil. Ato, ato, Dango Krito, ne Murksa. Was machst du denn hier so alleine? Na, Kleiner, alles in Ordnung mit dir? Was machst du denn hier so alleine? Was machst du denn hier so alleine? Ist doch bestimmt gefährlich hier für so einen kleinen Kerl wie dich. Dango, Grande Dango. Me Grande Fraida. Du hast Angst, ja? Dango, Dango, Bonto Krito. Alles klar, du wirst von den Riesenkrabben da hinten bedroht. Jip, jip, Tualpo, Pleso, Pleso. Du kannst ruhig wieder nach Hause gehen. Du kannst ruhig wieder nach Hause gehen. Humifamo, Krito Murksa. Ja, richtig. Die Riesenkrabben sind tot. Du Famo, Humi Gumpo, Tutaki, Donna. Du willst mir was schenken? Feder. Oh, danke. Jip, jip, Humi Gumpo. Oh, das nächste Mal passt du aber besser auf dich auf, ja? Das nächste Mal passt du aber besser auf dich auf, ja? Miss Mila, mi casa cava. Ja, richtig. Ab nach Hause mit dir, kleiner Mann. Jip, jip. Ein Hemd wäre mir jetzt lieber gewesen. Aber was soll's, wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. Ne? Vielleicht treffen wir ihn ja nochmal und müssen uns der Patsche helfen. Vielleicht hat er dann ein Hemd für uns. So, wer hätte das gedacht? Das ist doch glatt wieder speicherungswürdig. So, lalala, eine Pfuinus, die nehmen wir auch gerne mit, da hinten ist auch was. Da habe ich gesehen, haben wir einen schwarzen Oleander. Puh, das Gebiet hier ist groß. So, da hinten ist eine Höhle, da schauen wir auch mal nach. Vielleicht haust da drinnen auch ein Gnümchen. Oder es hat ausgeschaut wie eine Höhle. Hat nur ausgeschaut wie eine Höhle. Entschuldigung. Von der Ferne. So. Den nehmen wir auch mit. Lalalala. Aha. Ein, zwei Sandtäubchen. Da. Der ist weg. Auch. Der ist auch weg, super. Ein Sandteufelchen, zwei Sandteufelchen, super. So. Wie viel Ruhm und Ehre haben wir denn eigentlich? Charakter? 14.000? Fast, boah, fast 15.000. Holla die Waldfee. Ab wann hat man eigentlich die höchste Stufe? Boah, das ist echt schon teuer. Ich glaube, ich behalte das noch ein bisschen auf. Weil ich noch nicht weiß, was wir als nächstes lernen werden. Schrägstrich sollen. Ja, ich behalte es einfach jetzt mal ein bisschen und werde aber schon mal... Oh, die Proviant zu mir nehmen, wollte ich sagen. Und in dem Moment geht mich wieder so ein Sandteufelchen an. Ne? Ist ja logisch. Du Mistviech. So. Da, 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 da. Und ein schwarzer Oleander. Super. Und halt, was ist das? Krabbenstecher. Aha, okay. Okay. Na gut, nehmen wir auch mit. Mehr ist hier scheinbar nicht zu holen. Dann laufen wir wieder weg. So. Dann werden wir versuchen, den Gnümchen weiterzuhelfen, ne? Aber ich denke, das werden wir erst im nächsten Part machen. Weil der hier ist ja schon wieder am Ende. So. Und ich habe mich ja ehrlich gesagt auch ein bisschen verlaufen. Ich wollte ja ursprünglich woanders hin und dann habe ich diese Krabben da entdeckt und dachte mir, die müssen krepieren.
glaube, wir müssen hier rauf. Was haben wir da? Ist das eine Maki-Bäre? Jep, jup, jup. Ah, und da sind schon die Termiten. Na gut. Aber die gehen wir im nächsten Part an. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!